Guck, ich komme von oben und er macht unten die Tür zu. Das macht schon Sinn, also. Hier habe ich schon wieder was übersehen gehabt, deswegen gucken wir jetzt mal genau nach hier. Kann ja sein, dass ich noch mehr übersehen habe, ne? Ich muss... Du musst nachdenken, dann ramme ich dir die blutigen Mist. Vergrab sie, sie erinnert... Ne, wieder nicht. Gehen wir mal raus. Hier ist nur die Vogelscheuche. Und der Zornbold. Ritter Zornbold. Diese sie müssen eine Schwachstelle haben. Jeder Vogel lässt sich durch irgendetwas ködern oder verschrecken. Hm. Als ich zur Stadt zurückkehrte, stürzten sich die Krähen wie wild auf den Wimpel an meiner Lanze. Ein Fetzen ist alles, was ich davon retten konnte. Gebt mir die Reste eures Wimpels. Das Wappen ist wertlos. Andergast ist dem Untergang geweiht. Nun gebt mir den Fetzen schon. Was soll's? Nimm ihn dir. Na also, jetzt kann ich mir mein Wimpeldings haben. Ich lasse euch allein. Danke. So ist brav. Siehst du mal. Den? Womit soll ich das zusammennähen? Rote Krone auf weißem Grund. Jetzt brauche ich noch den grünen Eichenzweig. Grüner Stoff und brauner Eichenzweig. Aber für ein Stadtwappen brauche ich einen Eichenzweig aus grünem Stoff. Für das Wappen. Das lasse ich. Ich muss die Farben invertieren, also, aha. Der Zweig muss als Vor... Wo habe ich ein Messer? Habe ich doch hier. Ein grüner Eichenzweig. Siehste? Den das darauf. Wappen der Stadt. Jetzt nur noch zusammenflicken. Das Wappen der Stadt. Jetzt nur noch... Dann ans Werk. Erst die Krone. Dann der Eichenzweig. Und fertig ist das Banner. Ich hab ein Banner. Das Wappen, der fehlt noch. Okay, ich brauche jetzt noch irgendwas, was Feenmagie enthält. Ausgerechnet. Nein. Allmählich befehle ich, muss diese. diese Gedanken im Untergang. Wo finde ich denn was, was Feenmagie enthält? Da wird schon. Der Rab, das ist Eul. Dieser Wahnsinn muss. Lass mich mehr hier rein, du Penner. Ach, was willst? Wie erhalte ich ein Nicht. Wie erhalte ein Nicht. Bis später. Besser. Kann ich dir drohen? Genug tot. Ich kann euch im Kampf gegen die Krähen beistehen. Ein Vogelfänger. Gegen 10.000 Vögel. Dieses Wundermittel kann den Fluch aufheben, der die Krähen befallen hat. Dann werden sie wieder zu Schweinen, richtig? Ach. Idiot. Was soll er dazu? Brauche ich. Behalte ich. Ja. Ach, was will? Bis später.
Gut, schade. Aber das hat mich gerade auf die Idee gebracht, dass der eine Antwort hatte auf das Rezept. Jetzt zeigen wir das Rezept auch noch mal ein paar anderen Leuten hier. Haben wir noch ein paar. Es gibt Hoffnung, Olgiert. Dieses Wundermittel kann den Fluch aufheben, der die Krähen befallen hat. Sei nicht naiv, Geron. Ich bin verloren. Mann, wo kriege ich jetzt noch so ein Feenmagie her? Wahrscheinlich müssen wir zurück in die Höhle da oder so. Hier, Bob, dir zeige ich das auch nochmal schnell. Er macht nicht den Eindruck, als... Etwas mit Feenmagie innen drin. Kann ja eigentlich nur hier in der Höhle sein bei ihr, oder? Bloß was? Das Feentor selbst. Der Eiszapfen! Oh, warte mal, das ist Feenwasser. Um Gottes Willen, ich hätte ganz am Anfang richtig gucken sollen. In seinem Innern, er muss aus dem... Ja, ist klar. Ich hab's. Bam! Und, bin ich gut oder was? Oder wie? Obwohl ich auch schon viereckige Augen kriege langsam, also... Lang werde ich wohl nicht mehr spielen. Das war genug. Etwas, das vermutlich Feenmagie enthält. War ja auch logisch, irgendwas Flüssiges muss es ja sein. Jetzt müssen diese biestigen Krähen nur noch damit in Berührung kommen. Au, heiß! Idiot, natürlich heiß. Sie steht da, damit lässt... So, dann wollen wir mal. Da lang. So, Freunde, jetzt kommt hier das... Ha! Das wollte ich eigentlich gerade gar nicht. Eigentlich wollte ich nur gucken, ob ich das irgendwie... wie ich das machen muss. Dann hoch damit. Aber so geht's ja auch. Da kommen sie. Das Burgvolk hat dein kleines Kunststück eben bemerkt, Junge. Der König will dich sehen. Vielleicht schöpft er jetzt neue Hoffnung. Na, endlich. Ha! Ich krieg mein Schreiben für die Magier-Akademie. Eine wahrhaft unglaubliche Geschichte, Vogelfänger. Und du sagst, der Rabe ist der Seher? Alle Tage kommt dieser Vogel zu mir und fordert den Reif des Verbrannten. Er wird Andergast in eine ewige Finsternis stürzen. So wie er es mit Noris Feenwelt getan hat. Du beweist Mut, dich nach deinem plötzlichen Verschwinden erneut vor deinen König zu stellen. Aber missbrauche nicht die Not meines Landes als Ausrede für dein eigenes Versagen. Diesmal werde ich nicht gehen, mein König. Wenn Nori stirbt, verliere ich das Einzige, was mir geblieben ist. Glaubst du, du allein fühlst Hilflosigkeit und Verzweiflung? Rache und Zorn blenden uns, wie einst, vor 13 Jahren. Vielleicht waren wir damals blind, nicht der Seher. Sieh da! Der König und der Vogelfänger. Ein Bild wie aus einem Märchen. Wo sind eure glänzenden Ritter hin? Mein König. Erspare mir deinen Spott, Seher. Du bist enttarnt. Ihr glaubt dem Unglücksbringer? Was kümmert's mich? Ich habe die Schleier der Zeit zerrissen und Satinav selbst ins Angesicht geblickt. Das Schicksal eilt heran. Unaufhaltsam. Schon steht es in eurem Thronsaal. Genug davon. Was willst du? Ihr kennt mein Angebot. König Zornbold, gebt mir den Reif oder stürzt mit den Trümmern eures Reiches in die ewige Finsternis. Entscheidet euch. Was soll es sein?
mein König. Schweig! Du willst meine Entscheidung sehr? Du sollst deinen Reif bekommen. Eigenhändig werde ich damit deine Asche krönen, sobald du erneut und endgültig verbrannt bist. Jawohl. Nein, kleiner König. Das ist nicht das Ende, das ich sehe. Wen kümmert das schon ein Seher? Wir hatten gehofft, es würde enden, als wir ihn verbrannten. Doch jetzt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Was, wenn seine Prophezeiung über dich wahr ist? Nuri wird sterben, wenn ich sie nicht finde. Ob ich nun Unglück bringe oder nicht. Nichts wird mich davon abbringen, ihr das Leben zu retten. Deine Entschlossenheit verdient Achtung. Doch auch du bist nur ein Mensch. Erwarte keine große Hilfe von mir. Zu viele Männer habe ich bereits in den Tod geschickt. Majestät, gewährt mir Zugang zur Magierakademie. Das ist meine einzige Bitte. Die Akademie? Was erwartest du dir davon? Ich muss mit dem Feenforscher reden und mehr über die Zauberharfe erfahren. Du scheinst ein gutes Herz zu haben, Geron. Ich werde dir ein Schreiben geben, das dich als meinen Gesandten ausweist. Hab tausend Dank, mein König. Viel Glück, Vogelfänger. Ich hoffe, du kannst deine Freundin retten. Ja, und an der Stelle würde ich sagen, habe ich jetzt genug gespielt für heute. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch eine angenehme Nacht, denn wie ihr hier gleich sehen könnt, da habe ich das letzte Mal abgespeichert, da hatte ich schon 2 Stunden gespielt und jetzt wird neu abgespeichert. Jetzt habe ich schon wieder 1:20 gespielt. Eine Viertelstunde war ja ungefähr dazwischen. Ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.